Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte mit Amumu reden, aber ist ja auch in Ordnung. Korallen noch mal ein Schach. So. Für beides müssen wir zurück nach Uraya. Ich mache erstmal das, was mich dringender interessiert, und das ist definitiv endlich dem Jungen sein Schachbrett zu geben. Unter allem, weil ich ja weiß, dass das einer der guten Dienste ist, die man für Perun braucht. Und ich will endlich mal Perun verbessern. Ein Nochbon-Schach ist kaputt. Ich hab's neulich auf der Straße, ja. Warte mal, ist das etwa... Ah, also haben wir das gebraucht. Wir haben das Korallen-Schach gebraucht. Ein Nochbon-Schachbrett und sogar ein richtig edles aus Koralle. Oh, da werde ich glatt... Nein, diese Dinger gibt's erst seit kurzem zu kaufen. Hier, bitteschön. Echt jetzt? Ihr wollt mir das wirklich schenken? Wahnsinn, vielen Dank. Wisst ihr, mein Vater ist ja Soldat. Den habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Mutter gibt mir kein Taschengeld. Sie sagt, wir müssen sparen, falls ein Krieg ausbricht. Im Leben bleibt uns da nicht viel. Ja, so geht's halt wohl allen, die im Toriga-Gässchen leben. Umso mehr freue ich mich über sein kostbares Geschenk. Mein Freund und ich werden gut darauf aufpassen. Mhm. Und wenn es so ist, wie ich im Kopf habe, dann hat sich bei Perun gerade... Yes. Nice. Setze Ritterlichkeit in Söldner auf. Interessant, dass bei ihr das teilweise an Söldneraufträge gebunden ist, ne? Also muss ich schon sagen. Uraya rum. Da müssen wir ja zum Baumkönig Yona. So, und dann werde ich Wex mal Wolfwick ausrüsten. Weil ich weiß, hat der auch Durchhalte... Ah, er hat Konzentration, nicht Durchhaltevermögen. Aber das Erdelement ist halt wichtig. Und dieses Erdelement... Hat sie irgendwas mit Erdelement Stufe 2? Irgendwen? Sieht nicht so aus, ne? I'll work my ass off to meet your expectations. Finally, it's my turn. Ah, aber Mowak hat noch eine Erdklinge. Fantastisch. I'll shine on the front line too. So, was brauchen wir denn hier? Treasure acquired. Awesome. Beobachtungsgabe. Okay, die haben wir. Ich weiß nicht, wer die hat, aber die haben wir. Damit haben wir jetzt auch den uralten Noppon-Schatz. Treasure acquired. Mysteriöser Schlüssel. Oh! Oh! Ich glaube, ich weiß, wo der hin muss. Rock, pleased to meet you. Got it. I give you my all. Okay. Make way for me. Don't let me get rusty. Weil ich habe eine Idee, aber das. Aber da werden wir gleich mal schauen, ob ich das bestätigen kann, diese Idee. Weil ansonsten. Wäre schade, wenn nicht, aber wäre auch okay, wenn so wäre, um es mal so zu sagen. So, der Noppon-Schatz, das war ja von LSD. Wo ist denn der? Ist der in Garfond? Reisemarkt in Uraya. Ich habe so gedacht, hä, der scheint gar nicht in Garfond zu sein. Ich habe da gar kein Quest-Symbol. Und der Reisemarkt in Uraya ist ja sicherlich hier. In Fonsamima, immerhin in der Hauptstadt. Ich meine, das würde an sich ja nur Sinn ergeben. Oder ich mache es halt einfach als Questmark und sehe es dann. Nein, er ist nicht hier. Er ist doch in Garfond. Yes. Aber dass das hier der Reisemarkt ist, wundert mich irgendwie ein bisschen. And we're you. Let us go. Ihr seht aber zufrieden aus. Habt ihr Erfolg gehabt?
Howard kam dabei da. Oho, ist das ein Schlüssel? Das eingeritzte Symbol deutete hin, dass es wie die Wandbilder noch von der Antike stammt. Sensationell. Hey, nicht schlecht, was? Nur das passende Schlüsselloch. Bei mir ist der Schlüssel schlecht aufgehoben. Ihr seid schließlich diejenigen, die herumreisen. Ich hoffe, ihr werdet auf die passende Tür stoßen. Und ich habe wenig Lust noch, nach Mordain zurückzureisen. Ich bleibe erstmal in diesem Dorf hier und studiere weiter die Wandbilder. Ihr wart mir eine große Hilfe. Vielen Dank für alles. Nice. Schlüsselerfolg Bridget, nein. Und... Oh. Hab vergessen, bei ihr die Klinge zu wechseln. Back to battle. Ist jetzt so. Aber Schlüsselerfolg Bridget ist natürlich interessant. A new trick up my sleeve. Fragezeichen, Sammel-Items aus dem... Aus Materialien. Okay, kriegen wir hin. Verwende Kosmetikartikel. Kosmetik. Haben wir sogar was? This is quite a boon. This is. So, okay, dann hätten wir nämlich das auch erledigt. Was kriege ich nochmal? Das waren nochmal die Kosmetikartikel. Was bringen die? Prozent von Ausweichen von Fernangriffen. Ja, kann man mitnehmen, ne? Sagen, nimmt man mit. So, warte, was wollte ich jetzt machen? Ah, stimmt, ich wollte nach Argentum. Erfolg, guck ich nochmal. Was war hier diese... Ah, das war Schlösserknacken 4. Okay, das kriegen wir nicht hin. So, Argentum, da geht es aufs Flugdeck. Ich finde es schön, dass wir die Quests tatsächlich einigermaßen parallel gerade machen. Weil wir haben ja die hier in Argentum angenommen. Sind dann ja nach Uraya. Und von Uraya aus sind wir ja jetzt hier. Haben den Hinweis bekommen, dass wir wieder hierhin zurückkehren können. Und wir hatten, und das ist schön, weil wir hatten in einem Stream dann praktisch diesen Spannungsbogen von wir haben das Rätsel wurde aufgemacht. Wir hatten keine Ahnung, was die Lösung des Rätsels ist. Und dann im nächsten Moment haben wir genau das, nämlich, dass wir dann doch recht zügig auf die Lösung des Rätsels stoßen. Finde ich nice, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich werde aber hier jetzt noch ein paar normale Klingen mit Mauerwerk resonieren, damit sie ein paar mehr Elemente hat. Damit man bei ihr halt auch mal für ein Element dann irgendwie was machen kann. Ihr kriegt einfach ein Eiselement Stufe 3. Okay, ich nehm's. Ich hätte so gelacht, wenn bei ihr dann die einzigartige Klinge kommt und bei Nia halt nicht, ne? The wind is my mate. Das wäre halt auch einfach... Es wären schon fast Galgenhumor gewesen, muss ich sagen, aber... gehört dazu. Yes, wir konnten es öffnen. Den Oponia-Schrein. Oh. Also war meine Vermutung von Anfang an richtig. Dann brauchen wir vor allem auch den Aufwind nicht mehr. Weil wir können uns ja durch den Reisepunkt jederzeit hier hoch teleportieren. Und hierfür brauchen wir einfach mehr Schlösser knacken. Warte, wieso haben wir gerade ein altes Wissen weniger? Oh. Don't let me get rusty. So, okay, dann wäre es auch geklärt mit dem alten Wissen. So, der Kollege war ja irgendwo hier unten, ne? Nein, nicht hier, sondern noch eine Ebene Stufe unter der Ododo war das. Hallo Helfer, los, Bericht. Dort war also Statue von Noppon mit Augenklapp und lustigen Hut. Captain Noppon,
Statue von legendärem Piratenpon. Uhren von legendärem Nopopon mitten in Argentum. Holla, holla. Oh, Verzeihung für Ausbruch. Gibt's als Sockel auf Bauchi von Captain. Runden und eckigen. Wahrscheinlich müsste dort Dinge eingesetzt werden. Rundes Ding, eckiges Ding. Los, suchen. Könnte das eine die Noppern-Duplone gewesen sein, die wir gefunden haben? Ich meine, es würde Sinn ergeben, dass die Noppern-Duplone da reinpasst. Oh, hey. Oh, was? Bruchstücke? Nein? Ich glaube, das ist ein Mysterium, das uns noch länger jetzt begleiten wird. Und wisst ihr, was uns auch noch länger begleiten wird? Unsere Reise durch Lefeuria, die wir gerade für ca. 2 Stunden einfach mal abgebrochen haben, weil das mein Spielstil ist. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, oder? Jetzt sehen wir uns erstmal dieses Harmoniegespräch hier an. Wolfwick muss eine aktive Klinge dafür sein. Interessant. Zum Glück haben wir den noch nicht wieder losgeschickt. Dann sehen wir uns das mal an. Waren wir auch mal mehr über Wolfwick. Wolfwick? What big voice about? Seem to be getting very worked up for something. What Wolfwick planning? Dein Design ist ja auch sehr interessant. So ein bisschen Alien-mäßig muss bei des Wolfwicks Designer schon fast. Verständlich. I am not a scary person. I want them to see that. Oh. Wolfric is kind blade who doesn't even crush ants on path. Yeah. It's a good idea to talk to people if you want them to understand you. Ja. Maybe talking hard for Wolfric though, growling more normal for him. Yes. Everyone runs from my voice. That is the problem. Das Problem kenne ich. Ist echt blöd manchmal, aber was will man machen? Ich musste das einfach bringen. Es tut mir leid. How can I fix this? Meine ältere Dame kann nicht wegrennen. Der kleine Junge schon. Well, looks like a senior citizen's in trouble over there. You could help her. Very good. Maybe if Wolfric does nice thing for someone, people know Wolfric nice. Dora will tag along. Yeah. Das ist wohl ziemlich ein sehr ungleiches Paar, die beiden. Oh, I've been trying to get back home, but my knees are right done in. My eyes aren't up to much either. If I get a bit out of breath, I can't see a blessed thing. Oh, madam, let me help you. Oh, thank you so much, young man. I'm much obliged. Young man? More like Blade. Okay, yes, I think I can manage that. Oh, what's this here? Funny place to put a rock. No, that's part of my body. Oh my! What a burly gent I'm getting walked home by. The neighbors will be talking. Madam, watch your step. What the bloody hell's that thing? A bloody monster's what it is. Oh, sounds like there's a bit of a commotion. It is nothing. Just some monster. Oh, I don't like the sound of that. Let's get home quick. Do not worry, madam. I will protect you. Oh, my hero. I don't doubt it. Oh. This is where you live? Yes, this is my humble abode. Thank you so much, young man. Ziemlich wholesome, diese ganze Sache, muss ich schon sagen. Will you tell me your name?
That's a funny name. But thank you, Mr. Wolfric. Oh, you are a... You did great, Wolfric. Ja, die Leute waren trotzdem ein bisschen geschockt. And everyone will know what a nice guy you are. Yes. I must keep being nice. Keep everyone. Thank you. Schöne Szene. Schlüsselerfolg Wolfric Stufe 3. My heart beats faster. Aus der Kategorie Brettspiele. Er mag Brettspiele. Okay. Wo kamen wir da ein bisschen was von? Ah, apologies. I have a soft spot for this. Okay, Walk anscheinend auch. Ah. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht, aber warum nicht? Da treiben wir halt die Harmonie mit Rock hoch, so wie es ausschaut. Müssen wir halt jedes Spiel da einmal ausprobieren. Gibt auch Schlimmeres. Würde ich sagen. Ja, gibt wesentlich Schlimmeres. Vor allem bringt es bei Rock auch so viel die Harmonie hochzutreiben, ne? Give you my all. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Ah, hier können wir theoretisch bisschen was verbessern. Nice one. Hier auch. Das ist nice. Hey, we didn't do half bad. Bei Tower haben wir erhöht Glück um 10%. Das ist stark. Darauf arbeiten wir hin. Was ist denn hier hinten? Na. This is the culmination of years of training. Aber ich glaube, wir machen trotzdem hier mal das. That wraps that up nicely. Ich glaube, das ist auch recht nice. Oh, ich juckt gerade an der Nase, sorry. Dann werden wir Wolfric anscheinend mal wieder losschicken, so wie es ausschaut. Yes. Of course. No problem. I'll take care of it. I'll apply myself fully. Okay, ja, wir haben sehr viel Reiselust auf jeden Fall dabei. So, Lefiria haben wir damit einigermaßen. Haben wir denn noch in Uraya irgendwelche Aufträge? I'll be in the other party then. No problem. Komm, unsere Level 3 Klingen müssen wir auch losschicken. Transport und Kopfrechnen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Kopfrechnen ein Skill ist, but okay. Ich nehm's. Ein Skill, den by the way auch keiner hat. Dann mache ich einfach das hier mal. Und ich wollte noch nachgucken. Stimmt, was. Korallenschachvertrag, ja. Waffeneinführung. So. Ich muss sagen, man kann im Spiel so viel Zeit verbringen, ohne die Story weiterzumachen. Es ist einfach unglaublich. Guck hier mal auch nach, wie es mit den Klingen hier ausschaut. Mit einzelnen Techniken, die man machen kann. Aber verbessern kann. Ich hätte vielleicht den Schildstopper wählen sollen, aber naja. Jetzt auch. Oh! Was ist denn das hier? Ja, gut, verbeulter Schild brauche ich jetzt nicht. Kann ich das theoretisch ja mal austauschen? Das hat keinen Effekt, aber sorgt für Rückprall beim Gegner. Das ist natürlich auch gut. Deswegen nehme ich das auch gleich mal mit. Wie sieht es denn hier eigentlich mit den Ringen aus? Na gut, der war
Ah, Poppy, Klingenkombis. Aber sie hatte halt auch bald eine höhere Vertrauensstufe, ne? Aber hier bei Bridget ist halt auch noch einiges drin. Bei Bridget und bei Percival. Und bei Electra, die hat schon erstaunlich viel Vertrauen gesammelt, muss ich sagen. Ah. Ich glaube, ich wechsle dann doch wieder auf Moak. Fürs weitere Erkunden. Ich weiß, das mit Links hat nicht lang gehalten. Mit Tower. Tut mir da halt auch irgendwo leid, aber. Ich glaube, ich wechsle hier tatsächlich gerade mal auf Nacht. Weil ich glaube, dann könnten die Gegner spawnen, die ich für Pyra brauche. Das ist ein System drin. Da hätte ich auch direkt mit Minus hingehen können. Fällt mal gerade so auf, aber naja. Ne, das sind so oder so die Arcania-Schmetter. Alles klar. Nehme ich mit, nehme ich zur Kenntnis. Und dann machen wir tatsächlich Story. Ich kann es mir auch nicht erklären, wie das jetzt passiert, dass wir auf einmal Story machen, aber... Naja. Soll in den besten Spielen vorkommen, dass man ab und zu mal Story macht. Habe ich mal so gehört. Aber ich persönlich bin davon nicht so ganz überzeugt. Obwohl, wisst ihr was? Damit wir auch mal ein bisschen Tank-Gameplay hier haben. Spielen wir mal Moak. Ich meine, es ist immer noch on-stream und dann ein bisschen durchzuswitchen ist halt schon eine nette Sache, denke ich. Auch wenn es echt komisch ist, so einen großen Charakter zu spielen. Rex und Nia sind ja jeweils deutlich kleiner. Ich will nicht auf dieser Brücke kämpfen. Das hat seine Gründe, glaubt mir einfach. Xenoblade 2 und Brücken ist eine merkwürdige Kombination. Also generell so enge Wege, wo man runterfliegen kann. Nicht die Kombination, wie ich sie haben will. Entsprechend warte ich einfach, bis er hier runtergegangen ist. Werde ihn dann erst angreifen. Wir müssen halt auch mal schauen, dass wir ein paar LP-Pastillen aufsammeln, solange wir Percival vorne haben. Warte, ich bin gerade am Überlegen, wie wir das machen. Wir machen hier. Ah, Percival kann schmettern, interessant. Dann haben wir direkt mal eine schöne Angriffskombi zu Beginn. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht, aber okay. Oh ja, eine Wasserreihe, das ist glaube ich sehr gut. Da können wir schön auf Dunkelheit enden lassen. Los, Rex. Werf ihn um. Warte, da ist eine LP-Pastille. Die müssen wir mit Percival einsammeln. So, jetzt aber.
Ich hab grad verstanden, allow me to kill the whale. Meins wäre auch mal was Neues. Oh ja, das ist wirklich nicht, das sieht wirklich nicht gut aus. Warte, wir haben Feuer. Okay, dann kann Nia auf Kuhn wechseln. Das ist dann nicht schlecht. Dann haben wir nämlich eine dritte Elementarkugel auf dem Gegner da. Wird nur langsam mit dem Healing dann knapp, wenn wir den jetzt nicht umwerfen. Wieso kommt... Wo kommt auf einmal diese verdammte Krabbel daher? Ah, Hornpaar natürlich. Wir müssen halt den Hornpaar da erledigen. Muss ich halt sagen. Und schauen, dass der... Okay, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, dass Nia gerade umgefallen ist. Hört sich vielleicht ein bisschen hart an. Macht am besten die Dampfexplosion, bevor Wax auch noch drauf geht. So, der hat Wasser, Dunkelheit und Feuer auf sich. Das heißt, wir sollten das am besten auslaufen lassen. Okay. Ich glaube, das ist ganz okay, dass, wenn wir das auslaufen lassen. Und dann werden wir, was werden wir dann drauf machen, ist die Frage. Was ist denn, wenn wir mit Dunkelheit anfangen? Was können wir dann draufhauen? Wir haben Wind noch nicht. Und Elektro haben wir noch nicht. Okay. Oh, den haben wir zum Schwanken gebracht. Nice. Und jetzt können wir einen Himmelsschlag gleich machen. Und nochmal umwerfen. Nice. Jetzt können wir den Bergspalter noch hinten dran hauen. Und jetzt einen Himmelsschlag und danach können wir in eine Meister-Kombo rübergehen. Und dann dürfte er down sein. Wir haben vier Elementarkugeln auf ihm. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich es auch nicht. We commence the plan. Leave the vanguard to me. Okay, wir haben aber zwei Wasserklingen, das heißt, wir sind safe. Und jetzt können wir mit Gorg definitiv das Feuerelementar treffen. Er hat eine Dunkelschwäche, also werde ich mit Possible da draufhauen. Einfach nur für den Damage. So, Perun haut drauf. Und das Gute ist, jetzt können wir safe Dunkelheit weghauen. Mit Mithra. Gut, dass Wax aus Mithra gewechselt hat. An der Stelle muss man dann ja auch sagen.
So, Percival haut nochmal drauf. So, Nia macht. Oh komm, macht einfach Traumach, warum nicht eigentlich? Ja, Wax macht den nächsten Inventarbruch mit Walk. Und jetzt geht's in die letzte Runde. Und damit sollte der down sein. Nice. Aber ich habe ja auch, man muss auch sagen, wir haben ja den ganzen Kampf darauf hinausgearbeitet, den 4 Elementarkugeln rauszuhauen. Also ist das schon verdient, würde ich sagen. Vor allem können wir jetzt einfach total übertrieben noch eine Runde trauen, bauen. Ich glaube, damit wird auch der Loot und die XP besser, die man bekommt. Je mehr Bonusprozent man draufhaut, wenn ich Cash im Kopf habe, aber ich könnte da falsch liegen. Das nenne ich mal Loot. Nice work, everyone. An arresting display of strategy.